Hallo auch von uns. Wir sind Ariane und Sonja und wir haben uns für das Seminar Suburban Dreams entschieden, um ein besseres Verständnis und einen Eindruck der Zufriedenheit der Bewohner einer Vorstadt zu erlangen. Daher haben wir uns dazu entschieden, eine Bürgerbefragung im Neubaugebiet Wiegendurlacher Weg in Lincoln-Hofstetten durchzuführen. Und warum machen wir eigentlich eine Bürgerbefragung, beziehungsweise was ist eigentlich der Sinn und Zweck einer Bürgerbefragung? Erstmal wollen wir die Sichtweisen, Interessen und Bedürfnisse der Bewohner erfahren, um daraus Schwerpunkte und Impulse bei der Auswertung zu setzen und anschließend daraus Änderungen vorzunehmen oder zukünftige Entscheidungen in der Gemeinde zu verbessern. Wir haben damit angefangen, das Neubaugebiet gründlich zu analysieren und haben erste Eindrücke sowie Vor- und Nachteile gesammelt, die uns direkt vor Ort aufgefallen sind. In Kombination mit einer Internetrecherche hatten wir dann ein breites Grundwissen und haben unsere ersten Themen in Form eines Brainstormings dann aufgeschrieben. Von unserem Brainstorming ausgehend haben wir die wichtigsten oder auch die ähnlichen Themen in Themenbereiche gegliedert, um eine Ordnung zu bekommen. Dabei haben wir uns überlegt, welche Reihenfolge der Themen am sinnvollsten wäre und haben folgende Fragensthemen herausgearbeitet. Zum einen die Bebauung, das Quartier, Mobilität, Wahrnehmung und Allgemeines. Und nachdem wir die Themenbereiche festgelegt haben, haben wir uns mit den unterschiedlichen Antwortmöglichkeiten auseinandergesetzt, um später bei der Auswertung eine präzise Aussage über die Bewohnerschaft im Quartier zu erlangen. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen, haben wir Unterstützung von einem Soziologen bekommen, mit welchem wir der Befragung den letzten Schliff setzen konnten. Um das zuvor ausführlich erklärte Vorgehen einer Bürgerbefragung zu präzisieren, haben wir eine Anleitung erarbeitet, welche die wesentlichen Schritte erläutert. Beginnend mit einer Ortsanalyse und Orientierung, gefolgt vom ersten Brainstorming in Fragen, hin zu einer Clusterung in Oberthemen oder finalen Befragung, welche online an der Bürgerschaft gelangt ist. Damit die Befragung überhaupt in Umlauf gelangen konnte, haben wir Unterstützung von der Gemeinde Linkenheim bekommen und einen Flyer für jeden Haushalt im Neubaugebiet erstellt, in welchem wir uns sowie dir das Seminar und die Intention der Befragung vorgestellt haben. Durch einen QR-Code konnte man an der Umfrage, welche von uns in Google Forms erstellt wurde, in einem vorgegebenen Zeitraum teilnehmen. Einige der gestellten Fragen hatten freie Felder für eigene Antwortmöglichkeiten. Diese bieten zwar ein enorm großes Potenzial, müssen jedoch aufwendiger ausgewertet werden. Hierbei ist es wichtig, zusammengefasste Cluster zu erstellen, um eine differenzierte Aussage zu treffen, welche dann wiederum grafisch eine Wertung der wichtigsten Antworten darstellt. So, jetzt starten wir endlich mit der Auswertung der Bürgerbefragung. Dabei gehen wir aber für diesen Vortrag nicht auf alle Fragen und Antworten ein, sondern haben eine Auswahl der relevanten Themen rausgezogen. Insgesamt haben an der Befragung 54 Personen teilgenommen und laut der Befragten zeichnet sich das Quartier durch die gute Infrastruktur und die familiengerechte Wohngegend aus, wobei die enge Bebauung zum Beispiel zu den Schwächen zählt. Der Traum vom Eigenheim war bei den meisten Befragten der Grund, ins neue Quartier zu ziehen, ebenso wegen der guten Lage und das Verhältnis zu den Nachbarn ist im Großen und Ganzen recht positiv. Die meisten Befragten wünschen sich weniger Lärm, eine bessere Förderung der Gemeinschaft sowie mehr Grünflächen und verkehrsberuhigte Maßnahmen. Bei der Bebauung ist es sehr auffällig, wie viele im Eigenheim wohnen. Das sind fast 88%. Im Vergleich dazu wohnen nur 4% zum Beispiel zur Miete. Viele nutzen die Wärmepumpe für ihr Haus und besonders auffällig waren die Antworten auf die Frage nach der Wichtigkeit des eigenen Gartens. Wie eben erwähnt, wohnen sehr viele der Befragten in ihrem Eigenheim und diejenigen, die selbst gebaut haben, konnten ihre ursprünglichen Pläne umsetzen. Es gab aber mehr, die ihre Pläne leider nicht umsetzen konnten. Es lag hauptsächlich an der Grundstücksgröße und am Bebauungsplan. Eigene Antworten waren noch der hohe Grundstückspreis oder zum Beispiel wegen einer Doppelhaushälfte. Ein sehr großer Themenbereich, vor allem für die Gemeinde, stellt die Mobilität dar. Hier steckt viel Handlungsspielraum bei zukünftigen Entscheidungen dahinter. Vor allem die Umsetzung der Barrierefreiheit im Quartier wird positiv bewertet, was auch Auswirkungen auf das zukünftige Seniorenwohnheim hat. Wie zu erwarten ist auch das Ergebnis, dass das Auto am häufigsten genutzt wird und an zweiter Stelle erst das Fahrrad steht. Allerdings ist die Mehrheit der Bewohner nicht bereit, ihr Auto in einer Sammelgarage außerhalb des Quartiers abzustellen, was sich auch daran zeigt, dass das Auto von den meisten genutzt wird, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen. Bei der Entfernung dorthin lässt sich allerdings kein Trend erkennen, da ein ausgewogenes Verhältnis zwischen den jeweiligen Entfernungen herrscht. Unter dem Punkt Mobilität erkennt man auch deutlich, dass die Lage des Quartiers sehr positiv wahrgenommen wird. Vor allem die Nähe zu Einkaufsmöglichkeiten wird gut bewertet. Ebenfalls die Nähe zum ÖPNV und Karlsruhe wird durchweg positiv empfunden. Allerdings steckt noch Potenzial in der Nähe zu Freizeiteinrichtungen.
Und der Bereich Wahrnehmung befasst sich vor allem mit dem eigenen Empfinden. Die Bewohnerschaft fühlt sich durchweg sicher und kann sich mit dem bestehenden Ort identifizieren. In Zukunft sollten allerdings mehr Grünflächen das Gebiet aufwerten, sowie Geschwindigkeiten und Vandalismus kontrolliert werden. Gelungen ist vor allem die Infrastruktur, der Wohnungsmix sowie generationsübergreifende Angebote. Die Bewohner sehen großes Potenzial im Carré am Markt am Eingang des Quartiers. Sie erhoffen sich mehr Aufenthaltsqualität sowie Läden und Restaurants in direkter Nähe, aber erwarten dadurch auch mehr Austausch mit anderen Bewohnern. Ebenfalls die baulichen Planungen heißen die meisten als gut. Bei den allgemeinen Fragen wollten wir herausfinden, wer die Bewohner sind und zum Beispiel welche Altersgruppen vertreten sind. So konnten wir herausfinden, dass sehr viele junge Familien in das neue Gebiet gezogen sind. Und schon bei der Ortsbegehung ist uns aufgefallen, dass sehr viele Autos am Straßenrand geparkt haben. Daher waren wir auf die Frage, wie viele Autos ein Haushalt besitzt, besonders interessiert. Es waren auch 64% haben angegeben, dass sie 2 Autos haben. Um herauszufinden, ob es eine Verbindung zum bestehenden Ort gibt, haben wir die Bewohner über örtliche Vereinsangebote gefragt und wollten wissen, ob sie darüber informiert sind, beziehungsweise diese Angebote eben auch nutzen. Und abschließend kann man nach der Auswertung sagen, dass sich der durchschnittliche Bewohner den Traum vom Eigenheim mit Garten im Neubaugebiet verwirklichen wollte, konnte diesen aufgrund von Gesetzen nicht in vollem Maße umsetzen. Stärken werden in der Infrastruktur, den kurzen Wegen sowie der zentralen Lage gesehen. Allerdings sollte die Lärmbelästigung, das Grünangebot sowie die Parksituation verbessert werden. Trotz allem fühlen sich die Bewohner sicher und können sich mit dem bestehenden Ort identifizieren. Und damit schließen wir die Bürgerbefragung und bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit.